Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Adventures. So, und heute möchte ich mal die Dark-Rüstung bauen. Aus Dark Steel, genau. Ja, es ist nicht viel dazu gekommen. Ich habe nur die ganzen Farbhühner jetzt. Also komplett alle. Wenn ich jetzt sage hier Chicken, zack, dann habe ich also komplett alle. Von hier, von dem Lapis Blue Chicken bis zu dem Red Chicken, habe ich komplett alle durch. Und jetzt ist mein nächstes Ziel, irgendwann alle Chickens zu haben. Ja, das ist noch sehr groß gesteckt und dauert etwas länger. Ich bin nämlich gerade noch beim Hochleveln. Und ja, die Diamanten, die haben es auch bald geschafft. Das heißt, wir sammeln bald Diamanten. Ist gar nicht so schlecht, denn ja, unsere Farm geht auch ganz schön ab. Unsere EMC-Farm. Und ich habe jetzt bis zur Mitte hier ein Kabel gelegt. Stromkabel und Itemkabel. Das heißt, wir könnten die bald auch hier verbinden. Aber das möchte ich nicht vorher machen, bevor ich ein Jetpack habe. So, und das soll aber nicht heute gemacht werden. Denn heute ist erstmal das Darksteel-Zeugs dran. Und das wird nämlich lang genug dauern. Das werdet ihr gleich sehen, denn es ist ja nicht nur die Rüstung machen. Das ist ja das Einfachste. Dark Boots habe ich schon mal. Habe ich noch was anderes? Nein, scheinbar nicht. Dann nehme ich Darksteel und baue mir das alles mal. Das ist ganz normal wie eine normale Rüstung. Alles klar, ganz normal. So, also die Blade, dann die Hosen. Und noch der Helm. So. Also ganz normal. Jetzt hätten wir schon mal die Rüstung. Aber wenn ich die jetzt anziehe, dann haben die eine gewisse Durability. Und ich sollte das vielleicht mal einspeichern. Und die haben, ja, nichts verzaubert oder so. Also die gehen ganz normal kaputt. Haben keine Energie und so. Und das kann man natürlich bei Ender.io ändern. Und zwar wie bei dem Stuff of Traveling, zum Beispiel mit dem Empowered. So. Und da brauche ich einen Enchanter von, wer hätte es gedacht, Ender.io. Hier. Und der ist relativ einfach zu machen. 4 Dark Steel, 2 Diamanten, ein Buch. So, da fangen wir mit dem leichtesten an. Ein Buch. Dann 2 Diamanten. Und 4 Dark Steel. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Genau, den Enchanter. Den stellen wir einfach mal hier so hin. Da brauche ich ja eigentlich keine Energie. So, und jetzt bräuchten wir nämlich Lapis Lazuli, oder? Ach nein, wir brauchen noch so ein komisches Schriftbuch. Aber gut, das machen wir später irgendwann. Und jetzt möchte ich aber erstmal die Quest abschließen. Die Quest ist nämlich hier. So, Dark Boots hatte ich da schon. Und zack, fertig. So schnell geht's. Ich brauche meine Wallet. Wallet, hier bist du. So, zack. Jetzt kann die auch wieder rein. Und ich habe die Achievements beendet. Gut. Haben wir das erledigt, brauchen wir das also auch nicht mehr. Und jetzt wird es Zeit, um die aufzurüsten. Wie kriegen wir das am besten hin? Ich gebe mal ein paar. Ja. Hier ist doch eigentlich gleich, oder? Ja, hier ist es. So, mit einem Octatic Capacitator. Aber geht das gleich mit einem Octatic oder braucht man da noch Vorstufen? Capacitor. So. Ich probier's aus. Boot, hallo. Okay, geht nicht. Show Rezepte. Ah, ich brauch. Okay. Ich brauch das hier. Ink, Book und eine Feder. So, Book. Tinte. Und eine Feder. So. Das dürft's jetzt eigentlich gewesen sein. Genau. Das speichere ich auch nochmal ein. Zack. Und jetzt können wir hoffentlich anfangen. Nein, immer noch nicht.
Warum nicht? Hä, was soll das? Okay, ich verstehe es nicht. So, Dark Blade. Aber die Boots, die werden... Ach so, im Anvil. Alles klar. Ich brauche einen Amboss. Der müsste hier noch drin sein. Ja, hier ist der drin. So. Anvil und jetzt. Okay, also ich brauche wirklich noch die Vorstufen und das ist zum Beispiel... Oh, wie war das? Wenn es Empowered 4 ist, dann muss davor noch irgendwas anderes kommen, außer die Capacitors. Oder Capacitators. Da google ich mal schnell. Ender.io. Boots. Dark Boots. Ja, genau. Da müssten ja auch die Upgrade-Optionen drinstehen. Normalerweise, genau. Ein Vibrant Crystal, alles klar. Okay. Also erstmal Capacitor brauchen wir hier. Eigentlich können wir auch gleich 4. So, 2, 3, 4. Und so. Jetzt brauchen wir noch ein Vibrant Crystal. Nehme ich auch gleich 4. Und das dürfte es jetzt gewesen sein. Oder auch nicht. Ah, okay. Gut, ich leih mir mal kurz Level aus. Mal gucken, ob das gefixt wurde. Weil der Anvil, der hatte eigentlich immer mal 4 Level genommen. Also wirklich die Zahl, die dort stande. Aber nicht 4 Balkenlevel. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also lasse ich sein. Ja, lol. Die macht's wirklich. Okay. Gut. So, bitteschön. Ich nehme Nummer 4 raus. Das meine ich eben. Der ist immer noch bei 136 stehen geblieben. Aber ich habe schon mehr rausgeholt gehabt. Aber, naja. Nicht so wichtig. So, jetzt die Hose. Zack. Ey, mein Amboss. Nein. Anvil. Ich hab den nicht hier. Ach, soll das ein Scherz sein? 1, 2, 3. Und 4 Stück. So. Oh Mann. Zack. Jetzt habe ich wieder einen neuen. Der hoffentlich etwas länger hält. So, meine Rüstung hat jetzt Empowered 4. Das hat schon mal gut geklappt. Jetzt könnte ich die auch aufladen. Aber ich möchte erstmal nochmal hier. Keine Ahnung. Boots. Was kann da alles drauf? Jump 2 und so. Ja, das ist ja mega crazy. Pisten ist bestimmt Jump. Okay, da gucke ich lieber nochmal hier nach. Genau, Jump 1, 2, 3. Required. Empowered. One. Okay. Und ich brauche einen Pisten. Gut, dann nehme ich einen Pisten. Piston. So. Mal gucken, was rauskommt. Ah, 4 Stück. So, zack. Und jetzt habe ich Jump. Jetzt habe ich Jump 2. Jump 3. Und mehr geht nicht. Okay. Also ich habe Jump 3 jetzt sogar. Gut, was kann ich noch hier drauf machen? Flippers. Brauche ich ein Lilypad? Wie kann ich das herstellen? Oha. Gut, das lasse ich erstmal weg. Dann. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Die anderen Schuhe hier.
Aber das lasse ich erstmal. Ich lade meine Schuhe inzwischen auf. So. Und in der nächsten Zeit kann ich meine Leggings machen, beziehungsweise meine Hosen. Ein Noteblock. Wozu ist der? Okay, Noteblock, Wolle. Ich mache das einfach mal. Noteblock und Wolle. Ah, den habe ich noch nicht. Warum habe ich keinen Noteblock? Okay, Wood und Redstone. So, Redstone, Wood. Und dann mache ich das ja schnell. Zack. So. Eingespeichert. Und Darkhelm. Ah, Sound Locator ist das. Was kann ich mit der Wolle machen? Padding. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Okay. So, also ich bin jetzt fast im vollen Equipment. Sehr cool. Ah, hier sind also die Anvil-Upgrades zu sehen. Ja, lol, das habe ich noch gar nicht gesehen. Solar 1, Simply Photovoltaic Cell. Foto. Photovoltaic Cell. Okay, da brauche ich das Ganze. So, zack. Solar 3. Ah, okay. Ja, cool. Jetzt lädt sich nämlich mein Helm immer auf. Und ich brauche die alte Rüstung nicht mehr. Zack, die kann weg. Und die ist jetzt auch für immer weg. Gut. Das heißt, ich habe jetzt auch immer Energie, weil ich habe ja Solar. Und wir haben's. Wir haben volles Equipment. Und ja, eine Solaranlage auf meinem Kopf. Sieht lustig aus irgendwie, aber im Inventar sieht das noch besser aus. Jawohl. Gut. Aber das wurde eben auch mal Zeit. Das wollte ich gerne machen. Habe ich gemacht. Und fand ich auch gut. So. Und jetzt kann der wieder sich auftanken. Jawohl. Dann würde ich aber sagen, das war's, denke ich, mit dem Video. Weil mehr schaffe ich sowieso nicht in der Folge, denke ich. Ja. Es war sehr effektiv, gerade jedenfalls. Bei dem Elytra-Zeug muss ich mal sehen, ob ich das unbedingt brauche. Genauso, ich weiß noch lang nicht, was ich alles hier drauf mache. Also ich werde wahrscheinlich noch Potions ziehen müssen. Ja, lol. Die habe ich einfach mal vergessen. Genauso wie die. Und die hier habe ich gerade so noch erwischt. Ja, 1, 10, 10, 10 schon. Und Diamanten. Ich sehe jetzt so hier aus. Eigentlich auch recht cool. Muss ich sagen. Ja. Das hier ist schön. Eine schöne neue Rüstung. Und vor allem ist die eben auch effektiver als die alte. Das heißt, ich bekomme weniger Schaden hoffentlich. Die behalte ich erstmal. Dann, ja. Das war es erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schalte auch das nächste Mal wieder mit ein. Ja, wir haben sehr viel geschafft. Beziehungsweise, ja, das hier ist mit dazugekommen und eben meine Rüstung. Das nächste Mal werde ich vielleicht, ich habe noch keine Ahnung, vielleicht Tränke brauen. Das wäre eine Idee. Oder ich fange eben an, eine neue EMC-Maschine zu bauen. Oder die Hühner hier. Das müsste also auch noch angeschlossen werden.
Ihr seht schon, ich habe viel zu tun, deswegen, ja, langweilig wird mir noch nicht. Ich muss eben noch etwas arbeiten. Aber das wird von Folge zu Folge immer besser. Deshalb würde ich auch sagen, ich mache jetzt schnell Schluss, damit auch schnell wieder die nächste Folge kommen kann. Jawohl. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.